abgeträumt, dass wir in einem Auto saßen und meine Mutter und mein Vater, mein Halbbruder, und durch eine Gegend gefahren sind, irgendwo in Russland natürlich. Dass es harmonisch war und dass meine Eltern Freunde wären. Ich habe diesen Augenblick genossen, als ich aufgewacht bin. Und ich wusste, dass es ein Traum ist, aber ich habe dieses Gefühl einfach noch versucht, so lange am Leben zu halten. Das ist die größte Lüge meines Lebens, dass ich jetzt nach Omsk gehe und meine Mutter es nicht weiß. Sie und mein Vater haben sich unglaublich zerstritten, als ich 11 Jahre alt war. Und meine Mutter will nicht, dass ich Kontakt zu meinem Vater habe. Ich bin jetzt 24 Jahre. Ich möchte mir eigentlich nichts mehr sagen lassen. Und vor allem nicht Dinge, die meine Identitätsfragen angehen. Meine Mutter war auch großer Bestandteil davon, dass ich mich nicht so sehr an der russischen Kultur interessiert habe. Sie wollte, dass wir so deutsch wie möglich sind. Als meine Eltern sich getrennt haben, hat sie auch ihren Mädchennamen wieder angenommen, womit auch so ein großer Teil meiner russischen Identität auch verschwunden ist. Davor hieß ich Kolotow. Ksenia Kolotow. Ich bin mir nicht so sicher, was mich erwartet, dass ich die Stadt sehe, in der ich geboren wurde. Auf der anderen Seite, dass ich mit meinem Vater reden kann. Er war in meiner Kindheit nicht so oft da. Wir haben eine nicht so einfache Beziehung zueinander gehabt bisher. Ich glaube, dass ich ihn als Person noch nicht so gut kenne. Wenn er schon seit 24 Jahren mein Vater ist. Echt nicht mehr weit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, ich freue mich. Kommt doch nicht. Hallo. Wir sind angekommen. Entschuldigung. Oh. Hi. Wo wir weit von hier? 20 Minuten? Naja, wenn die Straßen leer sind, dann ja. Sonst 30, 35 Minuten. Echt? Mhm. Ich war noch nie in Ausland. Ja. Ich wollte nur anzuschauen, ja. Aber für lange Zeit dort leben, weißt du, ist auch. Weißt du, ein Frosch, ja, wohnt in einem Teich. Ja, und dann zack, 5000 Kilometer. Und fremdes Land, ja, fremde Sprache. Вадимовна. Die meisten Erinnerungen, die ich hier habe, sind natürlich aus meiner Kindheit. Schöne, heile Welt, als alles noch gut war. Ich habe meine ersten zwei Lebensjahre offenbar hier gewohnt. Und danach, als wir nach Deutschland gezogen sind, 95, haben die es untervermietet. Meine Mutter und mein Vater haben, glaube ich, hier zusammen im Wohnzimmer, Schlafzimmer geschlafen. Meine Schwester und ich haben uns, glaube ich, ein Zimmer geteilt. Das kann mein Vater besser erklären. Erledigt. Sure? Mhm. Aufgegessen, wir können gehen. Weißt du, was Ksenia bedeutet? Hätte ja sein können, dass du deswegen einen Namen gewählt hast. Nee, das ist bloß ein Name. Das ist nicht bloß ein Name. Für mich ist er echt. Ich mag den Namen sehr gerne, weil er im Griechischen die Fremde bedeutet. Xenia. Gastfreundschaft, die Fremde oder die, die Fremden liebt. Als meine Eltern sich getrennt haben, hat meine Mutter mit allen hier in Russland gebrochen. Mein Vater hat immer versucht, dass wir kurz mal telefonieren, aber es war nicht das Wahre irgendwie. Ich habe ein halbes Jahr später erfahren, dass meine Großmutter gestorben ist. Ich war so wütend. Das
Das hat viel damit zu tun, dass ich mir einfach wünsche, dass unsere Familiengeschichte anders verlaufen wird. Пока, мама. Пока. Пока, мама. Пока, дед. Еще увидимся. Wir waren alle sehr liebevoll zueinander und sehr offen tatsächlich, als würde ich jedes Jahr herfahren oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir näher gekommen bin oder ob ich mich vielleicht sogar mehr distanziert habe. Ich glaube, ich brauche Distanz, um zu verstehen, was ich hier für Eindrücke habe.